Das Betreuungsgeld ist ein Flop. Das zeigen auch die mageren Anmeldezahlen, aber vor allem ist es eine riesen Fehlinvestition. Dringend gebraucht werden die Mittel für längere Öffnungszeiten, eine bessere Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, anständige Löhne. Und wir würden auch gerne dazu kommen, dass wir die Kita-Gebühren ganz abschaffen können in Deutschland. Das alles wäre 10-mal sinnvoller als dieses verrückte Betreuungsgeld. Deswegen sagt die SPD auch, wir werden es in den ersten 100 Tagen, wenn wir in die Regierung kommen, abschaffen.